Daniel und Froni von Gartenschlau.com. Heute wieder mit einem speziellen Thunder Mountain Longhorn Chili Video. Und wie ihr sehen könnt, die Pflanzen haben sich mega entwickelt in den letzten paar Tagen. Das letzte Video kam ja Mitte August, jetzt haben wir Anfang September und ihr seht, die Pflanzen haben sich hammermäßig entwickelt. Es sind sehr, sehr viele Früchte gekommen. Der erste Eindruck, wie ich es auch im letzten Video gesagt habe, dass sie ein bisschen lichter wächst und nicht so viele Früchte liefert, ist komplett anders. Also ihr seht, irre viele Früchte und ich habe auch wieder mein Maßband dabei, dass wir mal schauen können, weil hier ist so eine Schote dabei. Die ist erstens gerade gewachsen und wirklich super lang, dass man mal schauen kann, wie lang die denn wirklich ist. Jetzt muss man mal gucken. Hier der Fruchtknoten ist ziemlich dick, aber ich glaube schon, dass das hier hinpasst. Ja, jetzt gehen wir hier runter. 27. Also ich glaube, das mit den 30 cm. Also ich würde mich schon freuen, wenn da was dabei ist, das deutlich länger als 30 cm ist. Einfach, dass man dann die längste Chili hat. Also ich meine, es ist jetzt nicht so wichtig, ob es jetzt so ein Thunder Mountain Longhorn Längen hier auch knapp 28. Ob es jetzt ein Thunder Mountain Longhorn Schoten Wettbewerb gibt, das weiß ich nicht. Interessant wäre es natürlich schon. Aber ihr seht auch, die färben sich jetzt langsam rot. Und so eine rote, ultra lange Chilischote, so wie die hier, das ist schon was Tolles. Ich werde die jetzt mal abmachen, weil ich will euch ja auch irgendwann mal sagen, wie die vielleicht schmecken. Ich glaube, das nutze ich jetzt mal. Ich muss ja eh noch was demnächst wieder Scharfes kochen. Sie riecht noch ein bisschen grün. Man riecht jetzt noch nicht wirklich so viel Schärfe. Ich schätze einfach mal, dass sie noch nicht ganz so ultra reif ist. Ich habe ja gesagt, ich will gar kein Chili-Beiß-Rein-Video machen. Also entweder sie hat eine sehr stark zeitversetzte Schärfe, aber diese Schote hat keine Schärfe. Also hier, man sieht es, sind die Samen und das Weiße in der Schote, also die Plazenta, um ehrlich zu sein, nichts. Bin hier jetzt ein bisschen enttäuscht, weil normalerweise sind Chilis ja von Anfang an scharf. Jetzt bin ich natürlich in der Mitte der Schote und je weiter man von dem Fruchtknoten, vom Fruchtknoten weg ist, umso harmloser wird das Ganze. Deswegen schauen wir doch einfach mal Fruchtknoten näher. Da merkt man dann schon ein bisschen Schärfe, aber haut mich jetzt noch nicht so vom Socken. Schmeckt auch noch ein bisschen arg grün, deswegen würde ich einfach mal sagen, bisher nur interessant, weil die Pflanze so interessante, lange gedrehte und verwundene, hier ist so eine tolle, schaut euch die mal an, die hier ist so schön gewunden und gedreht. Einfach geil. Und ich muss sagen, die Chili hier, das ist immer noch der absolute Hammer. Hat einen super Zielwert. Ich kann mir vorstellen, wenn die jetzt ein paar Tage und Wochen voller roter, langer Schoten ist, dann schaut das richtig toll aus. Und auch die Blüten sind sehr interessant, denn die haben so einen langen Blütenstiel und wachsen eher wie ein Glockenblümchen. Ist auch eine recht coole Sache. Und was man hier sieht, die Blütenblätter, drehen sich am Ende dann nach oben, also vom Glockenblümchen zu einer richtig schönen Blüte. Mit Abstand muss ich sagen, ist das bisher die schönste Blüte, die ich bei Chilis gesehen habe. Ja, das war es erstmal zu Thunder Mountain Longhorn. Wenn ihr noch Fragen zu Thunder Mountain Longhorn habt oder ihr zu Hause eine Longhorn Chili habt, die noch länger als 30 cm lange Schoten hat, dann würde mich das interessieren. Also ihr seht hier dieser momentane Rekordhalter hat leider nur 30 cm. Wenn ihr es schafft, noch längere Schoten zu produzieren an eurer Pflanze, dann würde es mich freuen, wenn ihr da eine Info gibt. Ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Mal und tschüss.